no gunshots, but they getting low, 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 low. Servus Leute, heute bin ich wieder da, der oberste und der Obergandalf mit dem Alex, aka Zero King HD. Und wir machen heute ein Mikrofonvergleich. Ja. Also ich mach jetzt alt, neu, neu zu alt. Keine Ahnung. Also ich fange jetzt vom Neuesten an. Bearbeitet, danach mache ich das Mikro unbearbeitet, das neue. Dann geht's mit den zweitneuesten weiter. Was ich halt dem älteren Modell. So ein Kackmikrofon, so ein Handmikrofon. Und mein Headset. Einmal bearbeitet, unbearbeitet. Halt das gleiche. Jetzt wird's bearbeitet und danach zeige ich euch das unbearbeitet. Okay. Okay, jetzt ist das unbearbeitet. Das hört sich hier ein bisschen schlimmer an als vorher, weil das Rauschen sich ja nervt. Oder? Ach. Das Rauschen nervt. Also, ach. Jetzt ist jetzt unbearbeitet. Jetzt zeige ich nochmal die anderen zwei Mikros. Da. Kannst du mal aufhören? Nein. Da mache ich noch ein paar Bilder rein, damit ihr wisst, welches Mikro ich überhaupt meine. Also, jetzt kommt das. Jetzt ist das Kondensatormikrofon dran. Und gleich kommt das. Wo ist denn das? Warte mal. Desk and Hand-Mikrofon. Hand-Mikrofon. Ja, okay. Das hier bist du mal gleich bei dem Mikro wieder. Bearbeitet. Tschüss. Jetzt kommt das. Jetzt ist das Mikro, das Desk and Hand-Mikrofon bearbeitet. Das hört sich etwas so an, weil ich die ganze Zeit auch übersteuere, weil das Mikrofon ist extrem empfindlich. Ja. Extrem empfindlich. Das, ja. Das ist gerade 3 Meter weg und hört ihn trotzdem. Ja. Obwohl ich jetzt nur 10 cm weg bin. Ein bisschen frei. Egal, auf jeden Fall. Von Augenspruch. Jetzt. Jetzt mache ich da genau das gleiche und unbearbeitet. Genau, dann bis gleich wieder. Jetzt kommt das Ganze. Jetzt kommt das Ganze jetzt unbearbeitet. Jetzt sicher viel schlimmer als vorher. Und gleich kommt mein Stereo-Headset von Speedlink. Hatte ich. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim Stereo-Headset Speedlink. Übrigens, das Mikrofon, was ich gerade aufnehme, ist gerade auch Speedlink. Dann bis gleich wieder. So, jetzt da bin ich wieder, eher gesagt, weil der Typ gerade an meine Airsoft-Waffe rumspielt. Okay, das ist jetzt mein Headset, womit ich früher aufgenommen habe, bevor ich mein Speedlink-Mikro gekriegt habe, also dieses Desk-Hand-Mikrofon, was ich vorhin hatte. Habe ich damit früher aufgenommen und ja, das. Ja, okay. Nein, das war noch das andere Mikro. Kennst du noch? Dieses, was ich noch vorher hatte. Dieses Schrottmikrofon. Okay, das wird jetzt bearbeitet. Das kommt dann hier gleich wieder und bei unbearbeiteter Version. Da bin ich wieder. Das ist jetzt hier unbearbeitete Version von meinem Leben. Stereo-Headset von früher, wo alte Erinnerungen dran stecken, womit ich es nicht weggeschmissen habe und so weiter. Ja, eigentlich, das war's jetzt mit diesen kleinen. Klein, ja, es ist halt recht klein. Klein Mikrofon-Vergleich von früher und heute. Ihr könnt ja das kleine Gameplay noch hinterher anschauen, weil sicher passt das Ganze jetzt nicht zu dem Gameplay von der Länge aus, aber könnt ihr noch angucken. Ich habe alle abgezockt bei Counter-Strike. Okay, dann bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Live-Video oder ja, egal. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. So, das war's jetzt für dieses kleine Mikrofon-Vergleich von meinem neuesten. Ich spreche gerade wieder mit meinem Kondensator-Mikrofon und ich muss gerade ein bisschen lauter stellen. Moment, so ist besser. So, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, favorisieren, abonnieren, haben wir schon gesagt. Und ihr könnt hier mal abstimmen, welches Mikro ihr gut findet. Alle Mikros sind übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr welches haben wollt. Zum Beispiel dieses Discant-Hand-Mikrofon ist gut für Anfänger und dieses Headset, Stereo-Headset, gut für Leute, die skypen wollen und sowas. Okay, dann schaut da vorbei und stimmt ab, welches Mikro besser findet. Ciao, bis zur nächsten Folge. Double kill. Headshot.